Oh, that's really tough, because I'm really bad at it. Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin genau in der Phase und ich mache nichts dagegen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich sehr damit zu kämpfen. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich das jetzt seit 3 Stunden mittlerweile praktiziere hier. Ja, also vor allem am Semesteranfang, da denkt man sich ja so, oh, ist noch alles gar nicht so schlimm und ich habe noch so viel Zeit. Ich bin auch bei Hausarbeiten leider so, dass ich das viel und gerne aufschiebe. Bei Sachen, die ich gerne mache, das kann ich auch gut erledigen, da kann ich mich dann auch selber gut motivieren. Aber bei Hausarbeiten versuche ich mir, wie gesagt, einfach frühe Deadlines zu setzen und mich da irgendwie zu motivieren und dran zu halten. Aber so gut ist mir das leider bisher auch noch nicht geglückt. Also es hilft eigentlich, wenn man sich vorhält, was passiert, wenn man die Sachen jetzt nicht in der Zeit erledigt. Und sich halt immer vor Augen hält, was passieren könnte und was die negativen Folgen wären. Und dass man dann daran denkt und deshalb früher anfängt. Ich denke halt, man muss auch einfach differenzieren, was für eine Art Mensch man ist. Weil manche Menschen benötigen das einfach schon 2 Wochen davor anfangen zu lernen, um sich besser zu fühlen. Okay, ich habe mich jetzt schon vorbereitet auf die Klausur zum Beispiel oder ich habe jetzt schon angefangen, mein Referat vorzubereiten. Bei mir ist es so, dass es unter großem Druck am besten funktioniert zu lernen. Deshalb fange ich halt auch immer relativ spät an. Ich persönlich mache dann halt alles immer auf einmal, halt dann 4-5 Stunden bereite ich ein Referat vor oder lerne auf eine Klausur und dann wird das Ergebnis natürlich nicht so gut, wie wenn ich 2 Wochen davor schon damit begonnen hätte. Aber dennoch ist der Unterschied, besteht halt darin, dass ich in den 2 Wochen davor, wo ich noch nicht angefangen habe, was zu machen, meine Freizeit genossen habe und andere Aktivitäten erledigen konnte, die mir halt einfach Spaß machen und ja. Was tue ich dagegen? Ich gucke in den Semesterplan und gucke mir das Datum an und rechne dann aus, wie lange ich noch habe. Und bei mir ist es meistens so, je enger die Zeit rückt, desto motivierter bin ich auch zu lernen. Sonst würde ich eigentlich, gönne ich mir was und dann sage ich so, jetzt habe ich mir was gegönnt, jetzt mache ich auch und danach gönne ich mir vielleicht nochmal was. Einfach machen und irgendwann funktioniert es, wenn man dabei ist, dann klappt es meistens auch und man hat irgendwie ein bisschen Spaß an der Sache. Ich meine, man studiert meistens ja trotzdem noch das, was man eben studieren will und das einen auch interessiert und dementsprechend denke ich einfach irgendwie den inneren Schweinehund überwinden und dann klappt es schon. Aber wenn ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt schon mir irgendwas Geiles gegönnt habe, jetzt zum Beispiel habe ich mir meine Festivals gegönnt, so okay, jetzt muss ich auch wirklich was machen und nächste Woche gehe ich wieder auf ein Festival und bis dahin weiß ich, dann mache ich doch mal was und dann fühle ich mich nicht ganz so scheiße. Okay.